Karl De Decius lernte ich als Person und Persönlichkeit kennen, lange bevor ich seine Übersetzungen kannte. Das war 1984 bei meiner ersten Reise nach Darmstadt. Unter den grauen Mäusen der Übersetzer war er der Grand Seigneur. Und ich glaube, durch seine funkelnde Persönlichkeit hat er der polnischen Literatur in Deutschland mindestens ebenso viel geholfen wie durch seine Übersetzungskunst. Beeindruckend war zudem sein absoluter Respekt vor dem Text. Er schenkte jeder einzelnen Wendung so viel Aufmerksamkeit, als hätte er die Heilige Schrift vor sich. Ich erinnere mich, wie er auf einem Berliner Hotelzimmer 2 Stunden dafür aufwandte, mit mir zusammen mein Nachwort zu Vaclav Behrends Wintersaat durchzugehen, es auseinanderzunehmen und natürlich zu verbessern. Solche Schlüsselerlebnisse bleiben im Gedächtnis haften und motivieren mich bis heute, lange nach seinem Tod. Mein Name ist Carolina Walczyk und ich lese nun den Beitrag von Renate Schmidtgall vor. Renate Schmidtgall, Karl De Decius Preis 2009. Wer war für dich Karl De Decius? Karl De Decius war von 1983 bis 1996 mein Chef im Polen-Institut und prägte die Atmosphäre dort, die inspirierend und ermutigend war. Autoren wie Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak oder Wisława Szymborska besuchten das Institut und auch wenn ich damals nur eine kleine Bibliotheksangestellte war und mich nie getraut hätte, jemanden von ihnen anzusprechen, so hatten ihre Anwesenheit und ihre Texte sicher Einfluss auf mich. In den Gesprächen, die auf der Mathildenhöhe geführt wurden, erfuhr ich Anfang der 80er Jahre, dass der Hansa Verlag eine Gesamtausgabe der Werke von Witold Gombrowicz plante. Da ich meine Magisterarbeit über Ferdydurke geschrieben hatte, war ich mit dem Autor vertraut und konnte mir vorstellen, etwas von ihm zu übersetzen. Besser gesagt, vorstellen konnte ich es mir nicht, aber ich hätte es gern gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, nannte De Decius mir den Herausgeber der Ausgabe, Fritz Arnold, den ich dann anschrieb mit dem Anliegen, mich an den Übersetzungen zu beteiligen. Was sind heute die Aufgaben der Übersetzer? Die Aufgabe der Übersetzer hat sich meines Erachtens nicht grundlegend geändert. Heute, wie auch früher, besteht sie darin, gute Bücher oder Texte ausfindig zu machen. Das heißt, den in diesem Fall polnischen Büchermarkt zu beobachten und interessante Autoren aufzuspüren, die es sich lohnt, ins Deutsche zu übersetzen und dies dann in gelungener Form umzusetzen. Der literarische Spürsinn ist die Voraussetzung fürs Übersetzen, denn natürlich übersetzt man am besten das, was einem gefällt und wovon man begeistert ist. Dann kommt der zweite Schritt. Das Kontaktieren der Verlage und die Übersetzungsarbeit, die man leisten muss, um einen deutschen Verleger von einem polnischen Autor zu überzeugen. Das ist leider immer schwieriger geworden. Und schließlich der dritte Schritt, das Übersetzen selbst. Das heißt, die konkrete Arbeit am Text. Wie die vor sich geht, weiß ich nicht. Das Übersetzen ist für mich eine intuitive Sache. Meine erste persönliche Begegnung mit Karl De Decius während der Studienreise für polnische Übersetzer und Verleger in Darmstadt 1987 hat mich in mehrfacher Hinsicht angesprochen. Als angehenden Übersetzer zum einen, als künftigen Herausgeber zum anderen. Sie bedeutete für mich den endgültigen Einstieg in die Übersetzergilde. Der erste Eindruck, ich bin mit einer lebendigen Legende in Berührung gekommen. Einem Mann, der bewiesen hat, welche hohe Ziele man erfolgreich verfolgen kann. Ich habe damals das eine oder andere Wort gehört, das mich bewogen hat, zunächst eine Lektorstelle zu reduzieren und mich dann voll und rücksichtslos der literarischen Übersetzung zu verschreiben, lebenslänglich. Seitdem habe ich Karl De Decius nur noch Meister aus Darmstadt genannt.
und das Deutsche Poleninstitut als Musterbeispiel der praktischen Unterstützung von meinesgleichen gelobt. Mein Berufsleben als Freelancer hat damit seinen Rahmen gefunden, auch wenn die kurze Zeit nach der Wende diese Entscheidung auf die schwere Probe gestellt wurde. Trotzdem habe ich es nie bereut. Was ist aus alledem geworden? Eine lebenslange Verpflichtung und Sucht, nicht auszuweichen, nicht auszusteigen, pathetisch gesagt, die Fahne immer hochzuhalten. Die Aufgaben der Übersetzer sind heutzutage nicht anders als vor 40, 50 Jahren, als ich angefangen habe. Die polnischen Verlage agieren selbstbewusster. Meistens brauchen sie unseren Rat und Vermittlung nicht mehr. Aber wir sind letztendlich aufeinander angewiesen. Was mir aufgefallen ist, die Übersetzer sind nicht mehr am Schreibtisch gebunden. Sie treten allmählich aus dem Schatten heraus. Die Leser möchten doch auch live die polnischen Stimmen ihrer Lieblingsautoren hören. Eliza Borg, Karl Dedecius Preis 2017. Was bedeutete Karl Dedecius für mich und was sind heute die Aufgaben des Übersetzers? Jakie znaczenie miał dla mnie Karl Dedecius i jakie zadania stoją dziś przed tłumaczami? Moje pierwsze spotkanie z panem Karlem Dedeciusem to późne lata 80., gdy z grupą polskich tłumaczy literatury niemieckojęzycznej oraz dziennikarzami prasy literackiej zostałam zaproszona do udziału w podróży studyjnej w Niemczech. Pamiętam dobrze ten pierwszy kontakt z nim, pobyt w Deutsches Polen-Institut, zwiedzanie pięknego wzgórza Matyldy, ówczesnej siedziby Instytutu. Potem podróż do domu tłumaczy w Strahlen z odwiedzaniem po drodze instytucji literackich. I późniejsze spotkania z Karlem Dedeciusem przy okazji przyznawania nagród dla tłumaczy w Krakowie, wykłady o tłumaczeniu na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie wtedy pracowałam. Takie spotkania, kontakty i doświadczenia dzielę chyba z niemal wszystkimi polskimi tłumaczami i tłumaczkami, którzy mogli skorzystać z możliwości, jakie stwarzał dla naszej pracy kierowany przez Karla Dedeciusa Instytut Kultury Polskiej i szczodrość Fundacji Roberta Boscha, czyli cały ten system stypendiów, pobytów studyjnych, nagród i wielu innych inicjatyw. Jesteśmy winni im, jak też współpracownikom tych instytucji, ogromną wdzięczność i uznanie. Dziękuję im wszystkim za docenianie pracy tłumacza, za nieocenione kontakty ze środowiskiem niemieckich koleżanek i kolegów tłumaczących literaturę polską oraz z autorami i autorkami niemieckimi. Nie jest łatwo w krótkim wspomnieniu docenić wszystkie liczne zasługi Karla Dedeciusa, nie popadając jednocześnie w ton patetyczny, który zresztą byłby tu absolutnie na miejscu. To, co wzbudza mój największy podziw i szacunek dla niego, to fakt, że jeden człowiek stworzył niezwykłą wizję i wykazał tak silną motywację, siłę i determinację, by pozyskać dla niej sympatyków i wcielić ją w życie, tworząc instytucję kulturalną jedyną w swoim rodzaju i to w warunkach politycznych niełatwych wtedy dla obu naszych narodów. Myślę, że dla polskich tłumaczek i tłumaczy Karl Dedecius jest postacią niezwykle ważną, wyznacznikiem pewnej postawy moralnej, rzetelności, odpowiedzialności za słowo. A jeśli chodzi o dzisiejsze zadania stojące przed tłumaczami i oczywiście tłumaczkami, to pewnie nie różnią się one bardzo od tych wcześniejszych. Pośredniczenia między narodami i kulturami, udostępniania dobrej literatury tym, którzy nie mogą je czytać w oryginale. Brzmi to może górnolotnie, bo przecież zasiadając do naszej pracy na co dzień nie myślimy o tym, że spełniamy jakąś ważną misję, a jednak praca każdego i każdej z nas sumuje się właśnie w ten efekt. Jest to jak najbardziej w duchu całej działalności Karla Dedeciusa, a zwłaszcza jej moralno-etycznego wymiaru w trudnych czasach. Tak, Karl Dedecius to było i nadal jest nasze wspólne dobro. Dbajmy o nie. Ich wurde gebeten, mich einerseits zu Karl Dedecius und andererseits zur Zukunft des Übersetzens zu äußern.
Zu Karl de Decius kann ich sagen, dass ich ihn zwar lange Jahre nicht persönlich gekannt habe, dass er aber für mich doch in gewisser Weise eine wichtige Persönlichkeit gewesen ist. Und zwar nicht so sehr als Vorbild konkret im Übersetzen, sondern einfach dadurch, dass von ihm sehr häufig die Rede war und zwar immer in einem sehr achtungsvollen Ton, was für mich, wenn ich das so im Nachhinein versuche zu rekonstruieren, glaube ich, bewirkt hat, dass es für mich eigentlich immer sehr selbstverständlich war, dass Übersetzer an sich ganz achtbare Persönlichkeiten sind und ja, dass dieser Beruf als solcher durchaus schätzenswert ist. Was die Zukunft dieses Berufs angeht, ist es, glaube ich, offensichtlich, dass das maschinelle Übersetzen eine große Herausforderung darstellen wird. Wobei ich glaube, dass das nicht so sehr die Literaturübersetzung im engeren Sinne betrifft, obwohl man da ja vielleicht auch noch Überraschungen erleben wird. Aber sicherlich in einem Bereich, wo es mehr um Informationsvermittlung als um literarische Form geht, doch einige Umwälzungen stattfinden werden. Und ich glaube, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer, die in diesem Bereich tätig sind oder tätig werden wollen, wahrscheinlich viel Energie und Kreativität aufwenden müssen, um ihren Weg zu finden. Wobei ich mir vorstellen kann, dass das doch möglich sein wird, aber dann vielleicht eher im Bereich oder in einem Bereich, den man vielleicht Kulturvermittlung nennen könnte, also wo es nicht so sehr um die Information als solche geht, sondern mehr um eben Vermittlung in einem ganzheitlicheren Sinne. Ich bin Lisa Palmes und ich habe 2017 den Didezius-Übersetzerpreis verliehen bekommen und war damit dann in der Reihe der Preisträgerinnen und Preisträger die erste, die Karl Didezius nicht mehr persönlich kennenlernen durfte. Deswegen kann ich heute auch keine persönliche Geschichte beitragen. Bewundernswert an Didezius' Leben ist für mich natürlich sein unermüdliches literarisches Schaffen, sowohl als Schriftsteller als auch Übersetzer und vor allem als Kulturvermittler zwischen Deutschland und Polen, dass er sogar jahrelang, jahrzehntelang nicht einmal im Hauptberuf ausübte. Er hat mit seinen Übersetzungen und seinen Texten zur polnischen Literatur unschätzbar Wertvolles für die Rezeption polnischer Literatur in Deutschland und im deutschsprachigen Raum geleistet. Und allein das verdient schon die größte Bewunderung. Aber als Meilenstein ist sicherlich die Gründung des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt zu bezeichnen. Und auf so ein solches Lebenswerk kann Karl de Decius wirklich stolz sein. Ich persönlich kann tatsächlich nur auf die Organisation einiger weniger Veranstaltungsreihen mit polnischen Autorinnen und Autoren zurückblicken und weiß daher, wie interessant und aufwühlend und spannend, aber auch arbeitsintensiv diese Tätigkeit ist. Umso mehr bewundere ich natürlich jemanden wie Didezius, der sein ganzes Leben lang eine solche intensive kulturelle Vermittlungsarbeit betrieb und damit uns, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern, den Weg ebnete oder auch, wie man es oft sagt, eine Brücke schlug, um darüber zu gehen, weiter so tätig zu sein. Mir hat 2017 die Auszeichnung mit dem Didezius-Preis viel Schwung und Mut für meine weitere Arbeit verliehen und damit auch für mich eine Brücke sozusagen in die Zukunft hineingebaut. Und ich denke, dass das, was wir heute tun, die Literaturübersetzerinnen und Übersetzer, auch im kleinen Rahmen, wenn es vielleicht auch nicht so einen großen Umfang und eine große Reichweite wie die Decius-Tätigkeit hat, doch dazu beiträgt, dass die kulturelle Annäherung und das gegenseitige Erkennen zwischen den beiden Nachbarländern immer weiter fortschreitet und vor allem nicht abreißt. Und man sieht, dass das, obwohl die Länder sich kulturell sehr nahe stehen, allein durch ihre geografische Nähe ja schon, es immer wichtig ist und der Prozess des gegenseitigen Kennenlernens ein unendlicher Prozess ist. Und so denke ich, dass die Aufgabe für uns Literaturübersetzerinnen und Übersetzer heute auch weiterhin darin besteht, diese Brücke, die Karl de Decius errichtete und als erster spannte, durch unsere etwas kleineren Bausteine immer weiter zu stützen und nicht abreißen zu lassen. Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich möchte hier an einen Ausspruch von Karl Dedecius erinnern, der sich meines Wissens nur in der polnischen Ausgabe seines Buches vom Übersetzen Theorie und Praxis befindet. In der polnischen Übersetzung betitelt Notatnik Tłumacza, Notizbuch eines Übersetzers. Da es sich um eine autorisierte Übersetzung handelt, darf man wohl annehmen, dass die Ergänzung vom zweisprachigen Karl Dedecius selbst stammt, die deshalb nur in Polnisch vorliegt. Karl Dedecius aus dem Polnischen ins Deutsche zu übertragen, grenzt an Anmaßung, aber in dieser Situation gibt es wohl keine andere Wahl. Mein Ideal, schreibt Karl Dedecius, ist ein Übersetzer, der aus eigener Initiative übersetzt, der eigene Ideen und ein eigenes Programm realisiert, ein Übersetzer, dem Verleger vertrauen und helfen. Der Übersetzer sollte sich im Stoff auskennen, selbst recherchieren und eine Selektion vornehmen, sammeln, wählen, zusammenstellen, kommentieren. Dies zwingt ihn dazu, tiefer in das Werk einzudringen und befreit ihn vom Odium eines halbgebildeten Dienstboten. Der Übersetzer soll den Ehrgeiz haben, ein selbstständiger Forscher und Entdecker zu sein, nicht nur ein Tagelöhner im Dienste einer fragwürdigen Konjunktur. Zitat Ende. Ein kurzer Ausspruch, aber doch so reich an Gedanken. Man sollte sich hier natürlich hüten, aus der Not eine Tugend zu machen. Die meisten Übersetzer müssen aus eigener Initiative übersetzen. Nicht alle erhalten regelmäßig Aufträge. Und doch hat jene Notwendigkeit, aus eigener Initiative zu arbeiten, auch einen Vorteil. Sie erhebt die Arbeit des Übersetzers vom Niveau einer bloßen Dienstleistung zur bewussten, aktiven Mitwirkung an Kultur- und Bildungsprozessen. Umso mehr, als sich diese Initiative, Dedecius zufolge, nicht im Vorschlagen von Büchern erschöpfen darf, die wert wären, übersetzt zu werden. An anderer Stelle weist er nämlich auf die Tatsache hin, Tłumaczyć übersetzen heiße im Polnischen wörtlich erklären. Und dies bedeutet, der Übersetzer, der ja auch der aufmerksamste Leser seines Autors ist, soll sich nicht scheuen, den Autor nicht nur zu übertragen, sondern ihn auch zu erklären, zu deuten, zu kommentieren, loyal, aber wenn nötig auch kritisch. Und so weist Karl Dedecius dem Übersetzer ein anspruchsvolles, aber doch erreichbares Ziel, ein vollberechtigter Teilhaber an jenem Markt zu werden, wo, wie es Goethe 1827 in seinem berühmten Brief an Thomas Carlyle nennt, alle Nationen ihre Waren anbieten, ein Vermittler dieses allgemein geistigen Handels. Unter Umständen, die sei hier auch hinzugefügt, auch ein Schmuggler, der Ideen in sein Vaterland schleust, die dort knapp sind oder gar von Gedankenzöllnern unterdrückt werden. Ja, die Rolle des Ideenschmugglers ist vielleicht die ehrenhafteste, die er auf diesem Markte spielen kann. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Karl Dedecius ist mir zunächst als Name im Studium begegnet und er war erschreckend groß. Polnische Bibliothek, Panorama der polnischen Literatur, Deutsches Polen-Institut.
Ich hatte ihm sogar die Villa Decius in Krakau zugetraut, aber die hatte dann doch ein D zu wenig. Die Decius erschien als Überübersetzer, der im Alleingang scheinbar schon alles abgeräumt hatte, was es aus dem Polnischen zu übersetzen gab, quer durch die Jahrhunderte und die Genres. Und der noch dazu sein Tun mit Institutionen und Publikationen flankierte. Beeindruckend, beängstigend sogar. Ich war froh, mit der Zeit weitere Namen und Personen zu entdecken. Das kleinere Format ist mir näher. Ob er die Kinderliteratur, aus der ich vieles übersetzt habe, wohl hätte gelten lassen? Überrascht und berührt hat mich, dass nach der Verleihung des Karl-de-Decius-Preises Angehörige der Familie meinten, meine Dankesrede und die Art des Humors hätten ihm gefallen. Karl-de-Decius war sicher eine Ausnahmeerscheinung. Ihn als Maßstab zu nehmen, ist heikel. Aufgabe des Übersetzers ist immer noch in erster Linie das Übersetzen. Je nach Vermögen und Talent können Zusatzaufgaben wie das Entdecken, Vermitteln, Moderieren, das Reflektieren der eigenen Tätigkeit, das Kontextualisieren oder Dolmetschen hinzutreten. Häufig tun sie das nicht zuletzt aus finanzieller Not. Sie bleiben aber Beiwerk. Das Eigentliche ist ja auch Herausforderung genug. Ich hatte großes Glück, Karl de Decius, am Anfang meiner Laufbahn als Übersetzerin persönlich kennenzulernen. 1991 bin ich als der ARD-Stipendiatin nach Frankfurt am Main gekommen. Das erste von mir übersetzte Buch ist kurz davor in Polen erschienen. Der Anlass zu einem Treffen mit Karl de Decius bot sich durch ein Interview, das ich mit ihm für das Theatermagazin Notatnik Teatralne durchführen sollte. Ich bin nach Darmstadt gepilgert, wie zu einem Wallfahrtsort, sehr eingeschüchtert von dem von mir so bewunderten Übersetzer, aber auch von Karl de Decius als Institution, dem Gründer und Leiter des Deutschen Polen-Institutes und Herausgeber der kanonischen polnischen Bibliothek bei Suhrkamp. Das Interview ist daher ziemlich akademisch ausgefallen. Ich fragte nach der Botschaft des Übersetzers, nach der Rolle der Literatur in der Völkerverständigung. Dazu muss ich sagen, es war eine besondere Zeit in Europa. Kurz davor ist der eiserne Vorhang gefallen. Heute, nachdem ich selbst viele Bücher und Theaterstücke übersetzt habe, hätte ich ganz andere Fragen gestellt. Was mich bei der Begegnung mit Karl de Decius am meisten prägte, war seine Leidenschaft für Literatur, für Bücher. Diese Leidenschaft war ansteckend und inspirierend. Aus Leidenschaft hat er sich selbst Russisch beigebracht, als er schwer verwundet in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft Lermontow und Puschkin las und Buchstabe für Buchstabe die kyrillische Schrift erlernte. Ich glaube nicht, dass der Decius in seinem Krankenbett an die Völkerverständigung dachte. Er ist schlicht seiner Begeisterung nachgegangen, seiner Passion. Daran halte ich mich ja auch.